Guten Morgen allerseits. Heute haben wir einen Gast. Er wird sicher jede Sekunde da sein. Ah, da ist er ja. Haben Sie es doch noch gefunden? Das ist der Florian Keller. Er hat vor ein paar Jahren hier an unserer Schule mit Bestnoten abgeschlossen. Und in der Zwischenzeit hat er seinen Betrieb erfolgreich umgestellt. Gut, dann sagen Sie uns doch mal bitte, wie Sie das gemacht haben. Ja. Also angefangen hat alles an einem lauen Sommermorgen. Oder war es Winter? Ja, genau, es war Winter. Alles Stein und Bein gefroren. Aber ich habe mich gefreut auf den Tag, auf Tina, meine Kuh. Bis mir etwas in den Sinn gekommen ist. An diesem Morgen musste ich meinen Vortrag halten. Über die Umstellung von unserem Bauernhof. Ja, was ist denn mit den Ächern? Ha? Sollen wir einfach eine Bumplache machen, oder was? Wir sind ein Mischwirtschaftsbetrieb und wir werden immer einer sein. Hier würdet ihr gescheiter beibringen, dass man im Stall Stiefeln anlegt. Spezialisierung? Tja, Haferkäse. Aber Vater, rein theoretisch, nur für die Schule. Wir können doch den Betrieb umstellen, auf Säuzucht. Der Vater hat die Idee nicht so toll gefunden. Er hat so laut geschrien, dass alle Gückel im Dorf nachher eine Woche lang Zeitstörungen hatten. Immer die Fenaco-Betriebe. Die ist einfach viel zu effizient. Da hat nur noch der direkte Weg geholfen. Über die Rose von der Frau Konolfine. Rose, ist es nicht Winter gewesen? Fragen am Schloss Gutzwiller. Ja, dank dieser Abkürzung bin ich dann doch noch rechtzeitig in die Schule angekommen. So, der Keller hat es auch noch geschafft. Also. Wie ich gerade gesagt habe, darf ich vorstellen, Anita Guggenbühl, eure neue Klassenkameradin. Anita hat den Betrieb von ihren Eltern übernommen und erfolgreich auf Ackerbau umgestellt. Sie produziert heute auf 40 Hektaren Industriehördöpfel, Zuckerrüben, Getreide, neue Rapsorten und Sackgetreide. Jetzt will sie mit ihrem Hof weiterwachsen und macht darum den Meisterlandwirt. Ein Engel. Genau da ist sie gesessen. Aber dann ist der Schock. Werde ich darlegen, wie man... Ich habe gerade meinen Vortrag gehalten. Der ist eigentlich nicht schlecht gelaufen. Ackerbaubetrieb meiner Eltern. Spezialisieren kann. Ja, bitte. Mit Verlaub, aber ich glaube, dass der Vorschlag von Julian noch einige Schwachpunkte. Also? Also ein Mischwirtschaftsbetrieb mit ca. 20 Hektaren. Eine halbe Million Franken. Das ist ungefähr der Ertragswert vom Betrieb von Julian seinen Eltern. Stimmt. Pro Stallplatz rechnet man 10'000 Franken. Und er braucht mindestens 150 Schweine, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Also 1,5 Millionen. Plus Tier, plus Futter, sagen wir 2 Millionen. Wie wollt ihr das Ganze finanzieren?
400% vom Betrieb von seinen Eltern belasten. Und dann der Gipfel. Dann hat sie gemeint, ich brauche professionelle Hilfe. Wie wenn ich geisteskrank wäre. Mir kommt da die Organisation in Sinn, die schon bei meiner Umstrukturierung geholfen hat. Fenaco. Was auch immer das ist. Ich weiss, mir denkt schon zu helfen. Das Futter kaufen bei der Landi, die Ufa kann beraten. Eben, die Fenaco Landi Gruppe. Tja, man kann nicht alles wissen. So eine Angeberin hat in der Pause ihre Bestellungen organisiert. Über die Landi natürlich. Und jetzt hat der Lehrer wollen, dass ich die Fenaco kontaktiere. Über sie. Zum Glück hat mein Freund der Pedro immer einen guten Ratschlag parat gehabt. Pedro, was soll ich machen? Hoi du. Hoi, hallo Anita. Du, ich habe mal will. Hey, ciao Anita. Hey Anita, hoi. Du, ich habe mal will fragen, du hast doch so einen Kontakt zu der Fenaco. Wollen wir das echt nach der Schule mal zusammen durchgehen? Sicher nicht! Danke, Herr Julian. Der Rest ist Geschichte. Mein Vortrag ist angenommen worden und ich konnte meinen Vater überzeugen, dass er sich einmal einen Aufwahlberater anhört. Zum Glück hat sich herausgestellt, dass er früher selber Bauer war, bevor der Betrieb seine Kinder übergeben hat und Berater worden ist. Und er hat Stiefel angehört. Dem Berater von der UFA ist es gelungen, meinen Vater zu überzeugen, dass sich heute sein Milchkontingent nicht mehr lohnt. Und er hat Lösungen für die Umstellung auf Schweinezucht vorgeschlagen. Dann ist alles schnell gegangen. Fenaco hat mit uns einen Abnahmevertrag abgeschlossen, uns als Zuchtprogramm von der Anicom angeschlossen, sodass wir die richtige Genetik haben. Und bei der Finanzierung hat sie auch noch geholfen. Ohne sie hätten wir einen Betrieb von dieser Größe nie aufziehen können. Und einen kleineren Betrieb. Wäre nicht wirtschaftlich. Und Sie? Was können Sie uns über die Fenaco sagen? Die Fenaco gehört den Bauern, die Mitglieder von einer Landi sind. Sie hat viele Tochtergesellschaften, die Bauern unterstützen. Sie liefern Produktionsmittel, übernehmen die Ernte, veredeln sie in den eigenen Industriebetrieben und vermarkten sie. Landor liefert Dünger, Ramsey verwertet Obst, Frigemo produziert Pommes frites für McDonalds, Volk bringt Produkte an Konsumenten. Gut, das gibt uns eine Idee. Danke. Also das Wichtigste ist... liefert Futter. Anicom. Agrola. Aiko. Ernst Zutter. Ufa Samen. Landilade. Traveco. Union Fruit. Elmer Citro. Sinalco. Gut. Also, wo sind wir? Ah. Fast hätte ich es vergessen. Es ist rausgekommen, dass Anita die Tochter des UFA-Beraters ist. Eine gute Sache und selten allein. So kommen die Eltern. So ein Blöffe!
mit dem Töff über das Blumenbeet gesprungen und dann noch das Mädchen gerettet. Also wenn das alles stimmt, dann friss ich ihn besser.